Hallo liebe Schachfreunde, willkommen zurück bei Chesselize Gunnys YouTube-Kanal. Wir beschäftigen uns in einer neuen Theorieserie mit dem Sveshnikov-Sizilianer. Warum zeige ich euch das besonders mit dem Fokus aus der schwarzen, auf die schwarze Sicht? Weil ich selber Sizilianisch spiele, weil ich es für eine spannende Eröffnung halte, weil man es gut lernen kann und weil es einfach dynamisches und spannendes Spiel verspricht. Und ich möchte euch in zwei Videos zeigen, wie man diesen Sveshnikov-Sizilianer spielt. Und wenn euch das Ganze gefällt, lasst doch ein Abo da, drückt die Glocke oder unterstützt mich gerne auch via PayPal. Dafür sage ich jetzt schon mal vielen Dank. So, liebe Leute, was ist denn der Sveshnikov-Sizilianer? Also ich zeige euch mal die Grundstellung. Natürlich wisst ihr Bescheid, hier E4, C5, Springer F3, Springer C6. Das ist sehr flexibel, ihr wisst selber, es gibt eine Reihe zum Löwenthal-Sizilianer, neunteilig habe ich die gestaltet, und aber man muss ja so nicht spielen. Löwenthal-Sizilianisch wäre hier das sofortige E5, ja, da kann man dann mit Springer B5, A6 und so weiter diese ganzen Varianten spielen. Man muss aber nicht, man kann ja auch variieren. Und der Sveshnikov, die Grundstellung des Sveshnikovs entsteht, wenn Schwarz hier zum Beispiel einfach Springer F6 spielt. Und das Gute ist, Weiß kann hier nicht E5 spielen, weil der würde einfach hängen, ist klar. Und deswegen spielt in der Regel Weiß immer Springer C3. Das ist der absolute Hauptzug. Natürlich, gerade auf niedrigerem Level sieht man öfter mal hier das Schlagen auf C6. Aber das ganz ehrlich, das Schlagen auf C6, das verschafft Schwarz angenehmes Spiel. Überhaupt keine Probleme. Also man sieht dann oft solche Entwicklungen hier. Dann kann man hier sehr schön den Läufer 4 entschittieren auf G7. Weiß wird auch hier ein Läufer G7. Und hier steht Schwarz mindestens ausgeglichen. Hat sehr angenehmes Spiel. Ich will nicht sagen, dass Springer C6 hier an der Stelle ein Fehler ist, aber es ist ambitionslos. Und wenn das Niveau steigt, wenn die Spiele immer besser werden, dann wird man diesen Zug auch quasi gar nicht mehr antreffen. Deswegen ist Springer C3 hier der absolute Hauptzug. Und jetzt wollen wir in den Sveshnikov eintreten. Das ist das, die Grundstellung hier, wenn Schwarz hier E5 zieht. Und auch hier gilt, der beste Zug, der meistgespielte Zug, ist den Springer nach B5 zu stellen. Ich möchte nur der Vollständigkeit halber erwähnen, ja, es gibt auch Möglichkeiten, den Springer nach B3 zu stellen. Das schauen wir uns ganz kurz an. Sieht man nicht häufig. Auch hier gilt, auf eher niedrigerem Level sieht man solche Züge. Und dann kann Schwarz aber ganz bequem Läufer B4 spielen hier. Und okay, das ist sehr, sehr angenehm für Schwarz. Es ist jetzt nicht unbedingt gewaltig besser, aber sehr angenehm. Und was will man mehr, als mit Schwarz eine angenehme Stellung zu spielen in der Eröffnung? Also hier zum Beispiel könnte man Läufer D2 erwarten. Wir nehmen aber trotzdem raus, das kann man sich vielleicht merken, Läufer schlägt C3, Schwarz rochiert einfach und hier hat Weiß Züge wie Läufer D3 zum Beispiel. Verzeihung. Aber dann kann sich Schwarz einfach ganz normal aufbauen. Vielleicht sogar schon mit D5 durchbrechen, Turm E8. Also überhaupt kein Problem. Und abschließend möchte ich noch sagen, wenn Weiß hier nicht Läufer D2 spielt, sondern zum Beispiel Läufer C4, ja, dann steht Schwarz auch schon hervorragend. Also man kann hier wieder ganz normal rochieren. Weiß wird auch rochieren. Wir nehmen raus. Jetzt ist die Bauernstruktur von Weiß zerstört am Damenflügel. Was will man mehr? Wir spielen D6. Der Läufer, ja, der steht so ein bisschen, ja, was will er da eigentlich? Ja, der wird eh vertrieben werden. A6, B5 Motive. Vielleicht kann er gleich nach D3 gehen. Läufer E6. Ich möchte euch aber jetzt damit nicht zu sehr aufhalten oder belasten. Das ist ein Nebenvarianten. Hier kann man zum Beispiel nehmen auf F4. Läufer schlägt F4. Und nach Springer E5 steht Schwarz exzellent. Also hier zum Beispiel abschließend auch Läufer G5, der Dame B6, ein Schach. Der König muss nach H1 gehen. Und wir spielen Springer D7 und Schwarz steht besser. Das kann man sich vielleicht merken. Also wie gesagt, das passiert nach Springer B3 sowas. Also Läufer B4 spielen und sich des Lebens erfreuen. Gut, aber der Sveshnikov, der charakterisiert sich natürlich hier durch diesen Zug Springer B5. Und
Jetzt droht Weiß hier auf das Feld D6 einzudringen. Und das ist unschön. Das wollen wir nicht zulassen. Da müsste man wahrscheinlich nehmen. Dann steht die Dame hier. Und im Gegensatz zum Löwenthal-Sizilianer können wir dann eben nicht mit Dame F6 kontern, weil hier schon der Springer steht. Also, das können wir nicht zulassen. Das wäre keine gute Stellung für Schwarz. Deswegen verhindern wir das Eindringen einfach mit dem Zug D6. Der Bauer ist zweimal gedeckt, wie ihr seht. Einmal vom Läufer, einmal von der Dame. Und ja, und Schwarz, Entschuldigung, Weiß kann hier jetzt nicht eindringen auf D6. Das ist ganz, ganz wichtig. Und an der Stelle gibt es zwei Ansätze. Also der klassische Sweschnikow ist Läufer G5. Da kommen wir gleich dazu. Ich möchte euch eine Sache eigentlich mit auf den Weg geben. Und zwar, was ist denn, wenn Weiß sofort Springer D5 spielt? Das kann er machen. Und hier in diesem Fall tauschen wir raus auf D5, E schlägt D5 und der Springer hier, der zieht sich jetzt, das könnt ihr euch bitte merken, nach B8 zurück. Man kann auch Springer E7 spielen. Ich würde Springer B8 empfehlen, die Umgruppierung dieses Springers auf diese Felder hier, wunderbare Felder. Und Weiß wird in der Regel immer C4 spielen. Warum? Naja, weil dieser Springer auf B5 kriegt einen Tritt mit A6, kann nach C3 zurück und jetzt blockiert er diesen C-Bauern nicht. Deswegen hat man vorher C4 gespielt. Der Springer kann sich jetzt nach C3 zurückziehen. Aber auch hier heißt es, Schwarz hat überhaupt keine Probleme. Es ist ein relativ positionelles Spiel hier. Läufer D3. Jetzt entwickeln wir unseren Springer. Wie gesagt, hier diese schönen Felder haben wir zur Verfügung. Je nachdem, wohin. Also hier Rochade in der Regel, Rochade auch von Schwarz. König H1 wird man hier öfter antreffen, weil Weiß will auch irgendwann F4 spielen und nicht durch irgendwelche Schachs gestört werden und so. König H1 ist ein guter Zug, aber Schwarz kann natürlich auch mitspielen. Also F5 hier. Und diese Stellung ist ausgeglichen, ist sehr dynamisch. Ihr seht dieses Ungleichgewicht. Vier Bauern hier am Damenflügel gegen nur drei von Schwarz auf dem Damenflügel. Dafür aber hier Richtung Königsflügel von Weiß sehr aktives Spiel mit diesen zwei Bauern. Diese Stellung ist in einem, wie sage ich so gern, dynamischen Gleichgewicht. Ich kann euch mal vielleicht eine Variante zeigen. Also Weiß kann hier F3 spielen, um diesen E4-Vorstoß zu verhindern. Und Weiß möchte natürlich mit B4 daherkommen. Und das können wir aber mit dem unangenehmen Sperrzug A5 auch erstmal unterbinden. Ja? Weiß wird sich hier entwickeln, in der Regel wahrscheinlich. Und wir können auch auf Abtausch spielen. Wir können sagen, okay, dann stelle ich meinen Läufer nach G5. Und entweder tauscht, ja gut, dann hat Weiß gar nichts. Vielleicht geht er nach G1 zurück. Ihr seht ja noch einen Vorteil des Zuges König H1. Ja, und jetzt kann Schwarz zum Beispiel Springer C5 spielen. Wunderbar spielbar. Und wenn Weiß hier rausschlägt, braucht ihr keine Angst vorhaben. Schwarz hat hier mindestens Ausgleich. Also hier zum Beispiel Züge wie Dame E2, Läufer D7. Und man kann hier sogar nehmen lassen. Auch das ist möglich. Also Turm E8 ist ein guter Zug. Die Dame muss zurück. Und jetzt können wir hier mit Turm E3 schon in die weiße Stellung eindringen. Haben gerade einen Bauern geopfert, aber wir haben dynamischen Ausgleich. Wir haben eine gute Stellung als Schwarzer. Also das ist aber nur eine Variante. Es gibt noch andere. Also nach diesem F5-Vorstoß, Weiß kann sogar sofort F4 spielen. Das gibt es auch. Natürlich ziehen wir vorbei, ist klar. E4, Läufer E2. Und ja, und hier steht, nach Läufer F6 steht Schwarz. Also gleich gut, spannende Stellung, dynamische Stellung, also zum Beispiel hier auch Entwicklung. Und wir können wieder, das kennt ihr schon, das Manöver Springer C5. Und wenn man den sofort angreift hier mit B4, dann können wir sogar hier reinspringen. Also das ist eine scharfe Geschichte, ja. Weiß kann jetzt hier nicht nehmen, weil wir sonst auf C3 nehmen. Und übrigens ganz kurz noch, direkt auf C3 nehmen geht nicht, ja, weil dann nimmt Weiß hier auf C5. Und wenn wir hier auf A1 nehmen, haben wir ein Problem als Schwarzer, weil Weiß als Läuferpaar zwar eine Qualität weniger, aber uns fehlen auf den schwarzen Feldern der Gegendruck. Ja? Also deswegen würde man das nicht tun. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Also wir würden hier reinspringen. Aber gut, das sind alles nur Nebenvarianten. Wenn Weiß hier D5, Springer D5 spielt, dann habt ihr jetzt mal eine Idee, wie man als Schwarzer da sich aufbauen kann. Wie gesagt, Sweschnikow, Läufer G5, das ist wichtig. Und ich habe es ja vorhin eingangs schon gesagt mal, dieser Springer hier, der kriegt einen Tritt. A6, klar, der muss zurück nach A3, einziges Feld. Und wir stoßen nach, ich habe es schon mal eingezeichnet, mit B5 und drohen direkt die Gabel hier mit dem Bauern. Es droht B4.
Zack, zack. Und das kann Weiß nicht zulassen. Deswegen wird Weiß hier in 99% aller Fälle Springer D5 spielen. Und an der Stelle gibt es Springer D5 ist eine eher ruhige positionelle Behandlung der Stellung. Das wird man in den meisten Fällen sehen. Ich möchte euch aber noch auf die Variante hinweisen, wenn Weiß hier direkt nimmt. Das Ding ist, was man wissen muss als Schwarzspieler im Sveshnikov, ist, dass Weiß das auch taktischer anlegen kann. Also wenn er hier direkt nimmt, Läufer schlägt F6 und die Dame angreift, dann können wir nicht mit der Dame zurücknehmen, weil dann verlieren wir zu viel Tempi, dann verlieren wir Zeit. Es kommt jetzt Springer D5, die Dame ist angegriffen, muss sich zurückziehen, er muss auch das B6 abdecken. Und jetzt kann Weiß C4 spielen. Klar, wir ziehen vorbei, aber jetzt kommt Schwarz in eine sehr unangenehme Stellung. Ich zeige euch auch gleich, wie es richtig geht. Das geht gar nicht. Also hier zum Beispiel Läufer D7, unangenehm. Dann gibt es schon solche Manöver. All das wollen wir nicht. Das wollen wir vermeiden. Wenn ihr euch denkt, was ist denn das jetzt? Naja, man kann hier nehmen, zack. Und dann ist die Familiengabel da mit Springer C7, König D8. Und das hier ist eine klare Gewinnstellung für Weiß. Das geht gar nicht. Deswegen, ich scroll nochmal zurück quasi. Haben wir ja gesagt, nach dem Läufer schlägt F6 können wir nicht mit der Dame nehmen, wir müssen mit dem Bauern nehmen. Das müsst ihr euch merken, das ist ein zentrales Element. Wenn Weiß hier raustauscht, dann nehmen wir mit dem Bauern zurück. Und das ist gut für Schwarz, das ist okay. Jetzt kommt Springer D5, es droht ja immer noch die Bauerngabel hier, Springer D5, klar. Und hier das ist das zweite Kernmotiv, was ihr euch merken müsst. Hier müsst ihr unbedingt F5 ziehen. F5 ist ein Schlüsselzug in dieser Stellung. Wir brauchen Platz zum Operieren. Wir brauchen Gegendruck. Und F5 ist hier mit Abstand beste Zug. Man kann auch Läufer G7 spielen. Das ist die sogenannte Novosibirsk-Variante. Aber vergessen wir das mal. F5 ist hier the way to go. Und Weiß muss sich entscheiden, was tut er. Und in der Regel sieht man Züge wie Läufer D3, ja. Aber dann kontern wir mit der Gegenentwicklung quasi Läufer E6, Weiß wird rochieren, klar. Und jetzt tauschen wir einfach diesen Springer raus. Der nervt, klar, er nervt. Wir tauschen ihn raus und spielen Springer E7. Und auch hier dynamisches Gleichgewicht, eine ausgeglichene Stellung. Und das kann man gut spielen mit Schwarz, überhaupt kein Thema. In dieser Stellung, die durchaus vorkommen kann, also das müsst ihr euch unbedingt einprägen, gibt es ein Motiv, was ihr kennen müsst. Denn hier hat Weiß die Möglichkeit, auf B5 zu nehmen. Und da müsst ihr nicht jetzt vor Schreck vom Stuhl fallen, ja, das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr das kennt. Springer schlägt B5 und wir können natürlich nicht nehmen, das ist klar, weil nach Läufer schlägt B5 haben wir ein Problem und würden die Dame verlieren, weil es die einzige Figur ist, die sich dazwischen stellen kann. Natürlich nehmen wir hier nicht, klar. Sondern wir spielen eiskalt Läufer G7. Jetzt allerdings hat der König ein Fluchtfeld. Jetzt hängt dieser Springer. Der muss sich zurückziehen. Ja, er hängt. Wir nehmen ihn im nächsten Zug einfach raus. Also Springer C3. Und jetzt E4. Und ihr seht, Schwarz kriegt dynamisches Gegenspiel. Der Computer sagt sogar, leichter Vorteil für Schwarz hier schon. Läufer E2. Wir spielen den Springer nach G6. Haben fantastische Felder für diesen Springer in petto. Dame D2, Rochade von Schwarz. Diese Stellung ist mit einem mikroskopischen Vorteil, ganz kleiner Vorteil für Schwarz zu versehen. Und ihr seht, das Spiel wird sich darum drehen, Schwarz greift hier an, am Königsflügel mit irgendwelchen Bauernmanövern und so weiter, muss man natürlich vorbereiten. Und Weiß wird versuchen, diese Bauernmasse in Bewegung zu setzen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich möchte euch noch zeigen, nach F5, habe ich euch ja gerade Läufer D3 präsentiert. Man kann hier auch C3 finden. Das Weiß hier C3 spielt, absolut in Ordnung. Der möchte den Springer wieder ins Spiel bringen hier. Ja. Läufer G7, okay, klar. Und jetzt geht es wieder Läufer D3. Oder ab und zu erlebt man sogar das Nehmen hier auf F5. Das möchte ich euch vielleicht auch noch kurz zeigen. Der Springer kommt, wie gesagt, zurück ins Spiel. Möchte hierhin natürlich, klar. Schwarz rochiert. Und jetzt kommt der weiße Plan zur Geltung, Springer nach E3. Wir gehen einfach nach E6 zurück. Weiß wird sich entwickeln, völlig klar. Und hier gibt es auch verschiedene Motive. Also auch hier ist so ein Opfer möglich. All das hat es schon gegeben.
Nee, ist das hier möglich? Nee, warte mal, hier ist es nicht möglich. Nee, ach Quatsch, Läufer D3, Läufer D3, so schaut's aus, ja, genau. Und ja, und jetzt geht die Partie weiter, das Opfer, da komme ich gleich dazu. Also hier wird Schwarz sicherlich F5 spielen und die Stellung ist weiterhin spannend und ausgeglichen. Okay. Und ja, ich habe euch gezeigt, Läufer schlägt F6, wenn ihr euch erinnert. Wir nehmen mit dem G-Bauern, ja, nicht vergessen, Springer D5 ist auch klar. Was passiert? F5. Hier gibt es noch eine Geschichte, die ich euch zeigen möchte. Und zwar, ich habe euch ja gesagt, C3 ist ein Zug, völlig klar. Läufer D3 ist ein Zug. Es gibt auch die Variante, dass Weiß hier opfert auf B5. Das ist schon gespielt worden, selbst von Größen wie Schirow gegen Kasparow und so weiter. Und das muss man vielleicht noch mal gesehen haben. Dieses Opfer. Na, das wird super scharf. A schlägt B5, Springer schlägt B5. Es droht hier die üble Gabel und der Turm muss sich retten und der zieht hier in diesem Fall nach A4. Okay, Weiß gibt hier das Schach, der König geläuft nach D7. Wahnsinn. Weiß rochiert weg und jetzt können wir hier auf E4 nehmen. Und diese Stellung ist schon gespielt worden, mehrfach in der Meister. Datenbank zu finden, zum Beispiel, da gibt es, also Weiß droht hier auf F7 und Schwarz lässt das einfach zu. Das ist völlig verrückt. Also Dame schlägt F7, Läufer E7 und diese Stellung bewertet der Computer als besser für Schwarz. Das ist Wahnsinn. Also man kann so spielen, man muss nicht die Nerven verlieren, wenn Weiß hier reinopfert. Schaut mal auf B5, das ist spielbar für Weiß, aber wenn man weiß, was man machen muss, steht man danach etwas besser. Gut, also so viel dazu, liebe Leute, zu diesem Ansatz. Läufer schlägt F6, das ist der eher taktische, der scharfe Ansatz. Wird man hin und wieder treffen, aber wir wollen uns ja auch mit dem positionellen Ansatz befassen. Und das ist natürlich hier Springer D5. Eine der ha zweite Hauptvariante, na, also entweder schlagen oder Springer D5, des Svechnikov-Sizilianers. Also Springer D5, wie geht's denn jetzt weiter? Nun, wir entwickeln unseren Läufer, völlig klar. Und jetzt, wenn Weiß hier den Läufer nimmt, das ist nicht zu empfehlen für Weiß, denn wir nehmen hier mit dem Springer zurück und haben jetzt jegliche Probleme des Feldes D5 gelöst. Denn wir können Läufer B7 spielen. Also Weiß kann zum Beispiel unsere Bauernstruktur hier zerstören am Königsflügel, das stimmt. Muss aber diesen Springer irgendwie mit dem üblichen Manöver wieder ins Spiel bringen. Wir spielen Läufer B7 und Schwarz steht ausgeglichen. Sehr gut. Also wir können hier D5 durchdrücken irgendwann. Wie gesagt, das Problem mit dem Feld D5 ist gelöst. Also nicht zu empfehlen für Weiß. Normalerweise schlägt Weiß hier auf F6. Und wir nehmen mit dem Läufer zurück. Okay, alles klar. Jetzt muss man mal verstehen, der Plan von Weiß. Was ist eigentlich der Plan von Weiß? Schwarz steht hier gut. Und das Ziel von Weiß muss es sein, gegen diese leicht exponierten Bauern anzuspielen. Denn er hat hier ein Übergewicht, ja, am Damenflügel und er möchte diese Bauernkette zerstören und zertrümmern. Und der richtige Weg, um für Weiß um das zu tun, ist A4 durchzusetzen, um diese Bauernkette zu sprengen. Und wie macht Weiß das? In der Regel wird er hier C3 spielen. Da kommen wir dazu. Es gibt auch den Zug C4. Ja, müsst ihr vielleicht mal gesehen haben an der Stelle. Und wir ziehen natürlich vorbei, B4. Der Springer muss nach C2 ziehen. Und jetzt ganz wichtig, wir stützen unseren Bauern erstmal mit dem Zug A5. Und ja, an dieser Stelle, die ist auch schon mehrfach gespielt worden. Nepomniachtchi hat das schon auf dem Brett gehabt mit Weiß gegen niemand Geringeren als Magnus Carlsen zum Beispiel. Also diese Stellung ist eine meisterwürdige Stellung. Hier gibt es verschiedene Ansätze. G3 ist ein Ansatz, Dame F3 ist ein Ansatz und so weiter. Läufer E2 ist ein Ansatz. Also auch diese Stellung ist spannend, aber gut spielbar für Schwarz. Diesen Zug gibt es ja, müsst ihr unbedingt kennen, C4 an der Stelle. Häufiger allerdings trifft man auf C3. Es ist halt eher der positionellere Teil wieder auf C3. Gut. Und jetzt gibt es den dritten Schlüsselzug im Svechnikov. Ihr erinnert euch einmal diesen Schlüsselzug F5, den haben wir schon kennengelernt in der anderen Variante, in der taktischen Variante.
Und hier gibt es einen Schlüsselzug Läufer G5. Das ist ganz, ganz wichtig. Warum Läufer G5? Nun, der Läufer auf F6 bringt hier nicht viel. Der steht da wie so ein Troll. Also stellen wir ihn auf diese schöne Diagonale. Der weiße Turm kann übrigens nicht nach C1. Doch ein schöner Nebeneffekt. Außerdem kann Weiß hier nicht raustauschen. Wenn er das irgendwann mal tun will, kann er jetzt nicht mehr. Und außerdem schaffen wir Platz für solche Manöver F5. Also Läufer G5 ist ein multifunktionaler Zug, ein sehr, sehr guter Zug. Und auch hier wird man meistens auf Springer C2 treffen. Natürlich. Also man kann hier auch anders spielen. Man kann hier, also was heißt, man kann, es gibt hier auch H4 und so, aber dann gehen wir einfach nach H6. Also gehen wir mal von Springer C2 aus. Die Idee ist es, wie gesagt, A4 zu spielen, habe ich eben schon erwähnt. Und den Springer hier nach E3 zu buxieren eventuell. Und das ist auch so eine Grundstellung des Svechnikov-Sizilianers. Wir haben 12 Züge gespielt. Das kann man sich eigentlich ganz gut merken. So kompliziert ist das gar nicht. Und hier hat Schwarz jetzt zwei Varianten, aus denen er wählen kann. Ich sage euch mal, was ich euch empfehle. Ich empfehle euch, Turm B8 zu spielen. Man kann auch rochieren. Da möchte ich kurz drauf eingehen. Aber zu Turm B8 kommen wir gleich. Und Weiß wird seinen Plan durchsetzen. Gute Spieler werden diesen Plan kennen. Die werden hier A4 spielen. Und wie gesagt, das Ziel ist es, der Turm steht ungedeckt, ja, also es droht hier zu schlagen. Und das ist sehr unangenehm, also müssen wir schlagen. Einzige Möglichkeit. Weiß nimmt mit dem Turm zurück. Und auch hier ganz, ganz wichtig, A5. Der Bauer hier ist unter Dauerdruck. Das wollen wir nicht. Das ist sehr unangenehm. Wir spielen A5 an der Stelle. Bitte gut merken, wichtiger auch ein weiterer Schlüsselzug. Weiß wird in der Regel Läufer C4 spielen. Wir spielen Turm B8. Der Bauer ist schön verteidigt zweimal. Wunderbar. Wir spielen Turm B8, machen Druck auf den B2 und Weiß wird B3 spielen. Das ist ein guter Zug. Und ihr seht schon, dieser Läufer ist unangenehm hier. Diese Fesselung ist nervig. Wir wollen ja auch irgendwann F5 spielen, ja, Gegenspiel. Also ziehen wir den König einfach mal raus aus der Fesselung. So macht man das. Weiß wird seinen Plan verfolgen, Springer E3. Aber die können wir einfach nehmen. Wir nehmen einfach auf E3 und Weiß wird zurücknehmen mit dem Springer, ist klar. Und jetzt Springer E7. Und das ist eben auch eine Grundstellung. Gespielt worden von Taimur Rajabov, von Alexander Kalifmann, von vielen, vielen Großmeistern, die hatten diese Stellung mit Schwarz schon auf dem Brett. Weiß wird hier in der Regel rochieren. Wir spielen F5, habe ich schon erwähnt. Das ist immer unser Gegenspiel. Und ja, was soll Weiß machen? Also, es droht hier zu nehmen. Vielleicht kann Weiß hier selber nehmen. Läufer schlägt F5. Wir kommen jetzt langsam ans Ende der Theoriepfade. Die gehen noch weiter. Möchte ich aber hier mal bewenden lassen. Auch hier gut spielbar für Schwarz. Eine Stellung, die ist absolut in Ordnung. Und ja, also nach König H8, ihr erinnert euch, ja, aus der Fesselung rausgehen. Da kann Weiß auch aggressiver agieren. Und zwar, indem er diesen Springer E3 und diesen Abtausch ein bisschen zurückstellt, sondern sofort H4 spielt. Ja, das geht. Wir können so ein bisschen noch diese weiße Königstellung auflockern, indem wir erstmal Läufer F4 spielen, da kommt G3 und jetzt gehen wir jetzt nach H6 zurück. Und Weiß hat dieses Manöver verzögert gespielt. Auch hier, wir nehmen raus, Springer nimmt E3, Springer E7, ihr erinnert euch, Rochade und Läufer B7. Und wie gesagt, Schwarz steht absolut in Ordnung und diese Stellung ist einfach ausgeglichen. Wie immer sage ich, dynamisches Gleichgewicht. Okay, aber das ist die Variante, die ich euch gezeigt habe in dieser Stellung hier. Ihr erinnert euch, wir haben Läufer G5 gesehen, wir haben Springer C2 gesehen und ich habe ja gesagt, ich empfehle euch statt der Rochade Turm B8. Und Weiß wird seinen Plan weiterverfolgen. Das ist derselbe Plan wie in dieser Rochade-Variante. Weiß wird A4 spielen. Das ist der strategische Plan, diese Bauernkette aufzusprengen. Wir müssen nehmen. Und haben Druck auf dem B2. Wir haben noch nicht rochiert, das stimmt, aber ist nicht so schlimm. Die Hauptvariante geht hier nicht weiter mit Turm schlägt A4, denn dann nehmen wir auf B2. Und das ist gut für Schwarz. Also das wird Weiß nicht zulassen. Weiß wird in der Regel hier Springer B4 spielen. Und Springer B4 ist auch in Ordnung für Weiß, muss man sagen. Und jetzt ist das Problem, dass dieser Springer angegriffen ist. Wir wollen hier nicht nehmen.
Wir wollen hier nicht nehmen. Na, also nach dem Nehmen, ja, das kann man vielleicht machen. Läufer D7 und so weiter. Also nicht wundern, hier kann man nicht wirklich nehmen. Ne? Das müsst ihr wissen. Dann kommt Läufer E7. Ups, ups, ups. Unangenehmski. Also das sind so kleine Motive. Aber wir wollen gar nicht nehmen. Wir wollen gar nicht nehmen. Wir decken diesen Springer einfach mit Läufer D7. Das ist gesünder, ja. Und opfern hier mit unseren Bauern auf A6. Das stimmt. Also hier mit dem Springer kann man nicht nehmen. Dann kommt wieder Turm schlägt B2. Aber natürlich kann Weiß mit dem Läufer nehmen. Halb so wild. Halb so wild. Das müsst ihr kennen. Wir nehmen jetzt auf B4. Okay. Weiß wird zurücknehmen mit dem Springer, ist klar. Wenn ihr euch fragt, warum nicht mit dem Bauern, oh, dann rochieren wir einfach weg und schaut euch das an. Also, nee, ne, das wird Weiß nicht wollen. Also Springer schlägt B4 und jetzt zieht Schwarz Dame A5. Und jetzt guckt mal genau hin. Der D6 hängt, aber im Moment hängt auch der, was wollte ich sagen? Achso, genau, der D6 hängt und wenn Weiß den nimmt, ja, dann haben wir diesen Doppelangriff Turm B6. Schaut mal, die Dame hängt und hier hängen zwei Figuren. Das heißt, Weiß muss diesen Läufer decken, sonst ist er weg. Also es gibt nur eine Möglichkeit hier, Dame D3. Wie sonst soll er diesen Läufer decken? Das stört uns aber nicht als Schwarzer. Wir spielen Läufer E7. Und der Springer kann zurück nach D5 und macht hier so Doppelgeschichtenangriffe möglich. Halb so wild, halb so wild. Wir bleiben cool und knallen auf B2 rein. Weiß wird vor Schreck wegrochieren, das ist der beste Zug. Und jetzt müsst ihr noch Dame C5 kennen. Und jetzt kommen wir langsam ans Ende der gängigen Theorie. Das ist eine theoretische Stellung, auch von Grischuk schon gespielt, von Radjabov, wie gesagt. Und an der Stelle kann ich euch sagen, Ausgleich. Warum Ausgleich? Dieser Bauer auf A4 ist ein Freibauer und der garantiert Schwarz genug Gegenspiel, um die Stellung ausgeglichen zu bewerten zu können, also zu gestalten. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, also zum Beispiel Turm B1 ist schon gespielt worden. Wie gesagt, das sind jetzt, es gibt hier verschiedene Abweichungen, wie man gespielt hat bereits. Jetzt rochieren wir weg. Ihr seht, die Dame erfüllt die wichtige Deckungsfunktion auf E7. Also natürlich, Weiß kann hier eindringen, ja, und das sieht gefährlich aus, das weiße Figurenspiel, oi, 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 oi. Gemach, gemach. Schwarz hat genug Konterpotenzial. Dieser A-Bauer ist ganz, ganz entscheidend. Wir können zum Beispiel hier sogar Läufer H4 spielen, das ist ein guter Zug, den habe ich mit dem Computer überprüft. Und nach G3 zum Beispiel spielen wir so Züge wie Läufer C6. Völlig unglaubliche Sachen gibt es hier. Also cool bleiben. Und hier kann Weiß nicht nehmen. Warum kann Weiß hier nicht nehmen? Na, dann nehmen wir auch B7. Läufer schlägt B7. Jetzt kann man sagen, ist eine Figur weniger. Ja, wir haben Turm gegen zwei Figuren und eine sehr gute Stellung. Schaut mal, Dame A7 und ich sag's nochmal, der A-Bauer ist brandgefährlich. Also, so Geschichten nach G3, da Läufer C6. Da wird Weiß hier nicht auf H4 nehmen, das ist absolut schlecht, sondern der wird hier den Turm nach B1 zurückziehen. Und diese Stellung ist jetzt so relativ, läutet das Ende der gängigen Svechnikov-Theorie ein. Diese Stellung ist ausgeglichen, spannend, weil man nicht weiß, schafft der A-Bauer hier mehr Karriere zu machen, ja? Was hat Weiß für Gegenspiel? Also zum Beispiel, man könnte hier sogar rausnehmen, sich überlegen jetzt als Schwarzer. Ist ein bisschen kritisch, da gibt es Turm B5 Manöver. Ich will euch damit jetzt nicht mehr belasten. Ich möchte noch mal euch die kurz zusammenfassend ins Gedächtnis rufen, was hier eigentlich los ist im Svechnikov. Ihr kennt die noch mal kurz zurück, die Ausgangsstellung im Sizilianer. Schaut mal, und wir hier spielen Springer F6. Weiß spielt Springer C3 spielen, wir spielen E5, Springer B5. Das Nehmen hier habe ich euch schon erwähnt. Ist relativ ambitionslos für Weiß. Wir spielen D6, nicht vergessen, ganz wichtig. Läufer G5, der Svechnikov, habe ich euch auch schon gesagt. Man kann ja auch Springer D5 spielen, aber Läufer G5 ist der häufigste Zug. A6, wir kicken den Springer, spielen B5 hinterher, drohen B4. Und hier gibt es diesen taktischen Ansatz. Denkt dran, ihr nehmt mit dem Bauern zurück, ganz, ganz, ganz wichtig. Oder eben diesen Springer D5, das ist der eher positionellere Ansatz von Weiß, den man häufiger sieht. Läufer E7, einmal nehmen hier, wir nehmen mit dem Läufer, der Springer
will ins Spiel zurückkommen, also C3 hier an der Stelle. Läufer G5, Schlüsselzug, erinnert euch, Schlüsselzug, Springer C2 und an der Stelle gibt es die zwei Motive, Rochade oder Turm B8. Es gibt auch Springer E7, aber würde ich nicht empfehlen. Turm B8 ist ein guter Zug hier oder eben Rochade. Das könnt ihr ja im Video nochmal nachschauen, haben wir beides behandelt. Das war's, das ist der Svechnikov-Sizilianer. Es gibt noch ein paar Sidelines, die man beachten sollte, die man kennen sollte als Schwarzer, wenn man das spielt. Die zeige ich euch im zweiten Teil. Keine Angst, ist nicht dramatisch, möchte ich aber zur Vollständigkeit halber unbedingt noch zeigen. Und vielleicht ein, zwei Beispielpartien noch hinterher schieben von Großmeistern, von Weltklasse-Spielern, die das schon gespielt haben. Gehört ins Repertoire von Magnus Carlsen zum Beispiel, Wladimir Kramnik, die haben das alle gespielt mit Schwarz. Und der ist sehr ausanalysiert, der Svechnikov, das gebe ich zu. Aber eine gute Eröffnung für Schwarz. Also, warum nicht den Svechnikov mal spielen? Variieren, mal Löwenthal, mal Svechnikov und so weiter. Mehr dazu sage ich euch noch im zweiten Teil. Da stelle ich auch den guten Svechnikov, diesen russischen Großmeister, gestorben letztes Jahr im August 2021, vor. Und ja, aber ich hoffe, ihr habt Spaß mit diesem Einführung in den Svechnikov, in die Hauptvarianten gehabt und übt es, spielt Blitz und übt einfach mal den Svechnikov-Sizilianer. Die Gegner werden sich verwundert die Augen reiben, was ihr alles wisst. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Abo da, drückt die Glocke, so verpasst ihr nichts und unterstützt mich gerne via PayPal. Ich möchte mich an der Stelle noch für die Spenden bedanken, die eingegangen sind. Die habe ich jetzt nicht, weil es ein Eröffnungsvideo ist, hier abgebildet. Mache ich im nächsten Analysevideo, taucht ihr auf. Da werde ich euch auch nochmal erwähnen. Vielen lieben Dank an die Leute, die hier meinem Kanal was haben zukommen lassen. Dankeschön dafür und bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.